Heute Morgen. Ach so. Möwe Jonathan schaut verdächtig nach unserem Frühstück. Was will er denn da jetzt? Sieht er da irgendwas? Und dann verlassen wir den Campingplatz mit diesem glasklaren Wasser in Mali Lushin. Auf dem Weg zum Fährhafen legen wir noch einen Stopp in Neresine ein. Die Bäume, wie schön grün die sind. Das ist der Osterhase. Vor dem Jugoslawienkrieg lebten hier 2000 Menschen. Dann verließen sie diesen Ort und wanderten in die USA oder Italien aus. Heute leben hier gerade mehr 400 Menschen. Und das sieht man auch. Und dann geht es eine halbe Stunde mit der Fähre rüber zur Insel Krück. Wir stehen jetzt für 3 Nächte auf diesem Campingplatz ganz in der Nähe der Inselhauptstadt Krück.